Was geht ab, meine OZ-Fighto? Saru hier und wir kommen gerade aus dem Super Dragon Ball Heroes Livestream. Vielen lieben Dank an all diejenigen, die am Start waren. Ich werde heute Abend nochmal live gehen auf twitch.tv/osrusons. Da werden wir ein paar gemeinsame Spiele zocken, sag ich mal. Aber in diesem Super Dragon Ball Heroes Livestream wurden die diesjährigen Dokkan-Charaktere vorgestellt, die zu der Collaboration kommen. Ein paar davon, nicht alle. Diese werde ich euch jetzt präsentieren und euch sagen, dass ich mir auf jeden Fall noch vorstellen könnte, dass wir weitere neue bekommen werden und welche das eventuell sein könnte. Bevor wir dann loslegen, Freunde, so kam heute noch ein Video raus zu einem Pokémon-Pack-Opening zu Celebrations. Falls ihr Interesse daran habt, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Okay, Super Dragon Ball Heroes Crossover Campaign wurde auch auf den Social Media Kanälen nun angekündigt, bestätigt. Also wir wissen auf jeden Fall, Global bekommt ebenso wie letztes Jahr, dieses Jahr die Collaboration von Dragon Ball Heroes als auch JP. Und wir haben hier auch einen Tweet bekommen, eines der Charaktere, die summonable sein wird, wird Pan Zeno sein, okay? Das ist ein neuer Charakter, den wir heute vorgestellt bekommen haben, auch im Stream und bestätigt hier in dem Social Media Account auf Twitter. Also wir hatten fest, in dem Banner wird auf jeden Fall eines der neuen Charaktere Pan sein. Das war's, mehr haben wir nicht gesehen. Mehr haben wir nicht bekommen zu neuen Charakteren. Wieso, weshalb, warum, versuche ich irgendwie gleich nachzuvollziehen. Aber was wir noch bekommen haben, ist Information zu neuen Dokkan Awakenings. Also 5 Dragon Ball Heroes Charaktere, die es in Dokkan schon gibt, bekommen ihr Dokkan Awaken. Richtig geil. Darunter die beiden. Das sind die Baseform Goku Zeno, Baseform Vegeta Zeno. Das sind folgende. Ihr wisst Bescheid, welche das sind hier. Der Int, Baseform Vegeta Zeno zum Beispiel. Und der Goku, der war vom Physisch-Typ richtig. Das sind Goku-Fam und oder Vegeta-Fam-Supporter. Und die bekommen ein Awakening und werden zu Super Saiyan. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Das feiere ich. Nehme ich an, dass sie zu Super Saiyan werden und ein Awakening bekommen. Ich bin drauf gespannt, was sie drauf haben werden. Wir wissen es noch nicht. Und sowohl als auch die allen anderen Charaktere. Vegex Zeno bekommt ein Dokkan Awakening. Gotenks Zeno bekommt ein Dokkan Awakening. Und Gohanks Zeno bekommt ein Dokkan Awakening. Leider haben wir dadurch nicht bestätigt bekommen, bis dato, dass zum Beispiel der Super Saiyan 4 Bardock einen Dokkan Awakening bekommt vom letzten Jahr. Oder der Super Saiyan 4 Gohan. Also der bekommt einen Dokkan Awakening, der hier und dann noch der Gotenks. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass es so immer im Nachhinein kommt oder wir noch ein Jahr warten müssen mit Dragon Ball Heroes. Ich würde es einfach feiern, wenn sie sofort zum Beispiel die Charaktere Dokkan Awakenings bekommen. Aber gut, das ist auf jeden Fall die Infos, die wir heute bekommen haben. Warum wurde nicht mehr gezeigt? Ich gehe davon aus, weil sie das wahrscheinlich in einem Dokkan Now noch selbst präsentieren wollen, also die Hauptcharaktere. Pan wird auch summonable sein, auf jeden Fall, aber sie wird so mehr oder weniger ein Nebencharakter sein. Das Ding ist, zum Beispiel die Dragon Ball Heroes Collaboration letztes Jahr kam am 19. November und wir haben jetzt heute den 24. Oktober. Das heißt, nehmen wir mal an, sie bekommen Mitte November wieder die Dragon Ball Heroes Charaktere. Da haben wir schon 2-3 Wochen zuvor Infos bekommen zu ein paar davon. Wahrscheinlich wollen sie sich die anderen Infos einfach aufheben. Das ist ein Schritt, was ich schon nachvollziehen kann. Wenn es zum Beispiel auch in der Hinsicht geht, dass sie selbst einen Dokkanau halten wollen und dort die Hauptcharaktere vorstellen wollen. Mit welchen Charakteren könnten wir rechnen? Shoutout an Matt. Diese Xenopan wurde eingeführt in Universe Mission 9. Was ist das? Das ist quasi ein Arc, eine Staffel aus Super Dragon Ball Heroes, okay? So, mehr musst du dazu nicht wissen. Und in dieser Mission wurde auch ein Super Saiyan 4 Kaioken Gogeta Zeno vorgestellt. Jetzt spekulieren natürlich viele und auch viele haben nachgeschaut. Super Dragon Ball Heroes, kurz gesagt, ist nämlich das sind Karten, die man sammeln kann in Japan. Und dort kann man vor Ort in japanischen Videospielheimen damit spielen mit seinen Karten. Das heißt, im Set von Universal Mission 9, UM9, waren die SEC-Charaktere, also die Höchstrealität von Karten, waren unter anderem ein Super Saiyan 4 Gogeta Zeno. Und diese Pan, guck mal, das ist das Artwork von der Pan, was sie bekommen haben. Hier, guck mal, seht ihr das? Das ist genau das Artwork von der Pan, was sie auch vorgestellt bekommen haben. Und deswegen spekulieren viele, dass sie wahrscheinlich hier an der Stelle weitere Charaktere aus diesem Set bekommen. Ist natürlich berechtigt. Also, letztes Jahr hatten wir Vegito Zeno zum Beispiel. Wenn jetzt dieses Jahr 4 von Gogeta kommt, ich meine, das wäre definitiv passend, Mann. Also gut, ich hoffe natürlich, dass wir einen Gogeta Kaioken Zeno bekommen. Das war diese Karte hier aus dem Set. Das wäre definitiv geil. Mit welchen Karten könnten wir noch rechnen? Ja, wenn wir uns das Set mal angucken, da war ein vierfacher Goku drin. Ich meine, okay, letztes Jahr kamen keine vierfache Goku oder Vegeta Karten. Ne? Da kam Bardock, Broly, Gohan
Und Vegito, also mit so einem vierfachen Goku könnte ich schon rechnen. Vierfachen Goku aus Super Dragon Ball Heroes. Oder ein Hearts. So ein Heart, eine Hearts-Karte kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Golden Metal Cooler war auch so ein Ding in dem Set. Ich hoffe halt, sie nehmen nicht nur das Set, sondern auch andere Sets. Das eine bei Super Dragon Ball Heroes, das Geile ist, ist eine Collaboration, die findet jedes Jahr statt. Denn Super Dragon Ball Heroes selbst hat in diesem Zeitraum eben ihr Jubiläum. Die hatten heute ein Live-Event zu ihrem 11-jährigen Jubiläum und dort wurden eben Sachen vorgestellt. Und Dokkan feiert das eben so mit. Was ich aber nur schade finde bei Dokkan ist, dass Dokkan eben nicht sofort die neuesten Charaktere rausbringt, sondern mehr oder weniger die vom letzten Jahr. Weil, falls ihr euch daran erinnert, ich habe auch reagiert auf eine Reaction zu Gogeta Blue Evo gegen Full Power Goku Black Super Saiyan 3 Rosé, was auch immer. Und ich würde es halt geil finden, wenn wir tatsächlich neue Karten bekommen würden aus Super Dragon Ball Heroes. Also die quasi aktuell sind. Ne? Also, das ist halt so eine Sache, wo ich schade finde, weil in dem Super Dragon Ball Heroes Live-Event wurde zum Beispiel ein Limit Break vierfacher Gogeta vorgestellt und eben ein Gogeta Blue Evolution. Die Sache ist halt, okay, in den Umfragen in Dokkan haben wir oft immer, da gab es oft Fragen zu Super Dragon Ball Heroes. Wollen wir Super Dragon Ball Heroes Charaktere, Super Dragon Ball Heroes Dokkan Fest, LR Charaktere? Und das ist schon ein strategischer Move auch, jetzt den Hauptcharakter nicht zu zeigen, um das sich aufzuheben eben, ne? So den Hype aufzubauen oder halt, dass sich das einfach so nochmal aufzuheben, um es einfach zu sagen. Und deswegen bin ich mal sehr drauf gespannt, was sie sich vorgestellt haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Jahr auch ein God Trunks kommt. Denn das genau das, was ich meine, dass Dokkan die Charaktere erst ein Jahr später raushaut. Vom 10-jährigen Jubiläum von Super Dragon Ball Heroes, also letztes Jahr, wurde nämlich für Super Dragon Ball Heroes God Trunks vorgestellt und Dokkan hat die nicht bekommen sofort. Das ist das, was ich meine. Deswegen ein Jahr später, also jetzt dieses Jahr, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch einen God Trunks bekommen. Ja, Freunde, lasst mich wissen, was ihr dazu haltet. Also ich gehe schon davon aus, dass wir auf jeden Fall noch weitere Charaktere bekommen, weil wir haben letztes Jahr, wie gesagt, Vegito bekommen am 19. November. Vegito ist kein Dokkan-Fest-Charakter, aber er hat ein Dokkan-Event bekommen. Das heißt, er ist auf dem Level eines Dokkan-Fest-Charakters, aber er ist keins. Warum? Denn sonst wäre er auch in Dokkan-Fest-Bannern, das ist er aber nicht. Diese Dragon Ball Heroes-Banner sind spezielle Banner. Wenn du dort Summons bekommst du pro Multi garantiert einen Featured-Charakter und du bekommst blaue Coins. Und wenn du da Vegito als Dokkan-Fest deklarierst, dann hätte man eigentlich dort rote Coins bekommen müssen. Ob so oder so, er ist kein Dokkan-Fest-Charakter, aber er hat ein Dokkan-Event bekommen. Und sowohl Vegito als auch Broly konnte man letztes Jahr awaken durch das Dokkan-Event. Aber wenn ihr schon mal anguckt, da kamen einfach sechs neue Charaktere wurden da vorgestellt. Sechs Stück und heute haben wir nur Pan bekommen für das Banner, was jetzt dieses Jahr kommt. Also wir sollten auf jeden Fall, in jedem Fall noch neue Charaktere bekommen. Ich bin mal sehr drauf gespannt, welche es sein werden. Ja, an dem Super Dragon Ball Heroes Banner ist das Gute im Prinzip, dass da nur Super Dragon Ball Heroes Charaktere drin sind, sowohl featured als auch nicht featured und dass man im Prinzip garantiert einen featured Charakter pro Mutti-Sam bekommt. Also ich bin mal drauf gespannt, welche Charaktere sie noch raushauen werden dieses Jahr. Ich hoffe, ey, das wäre so geil, wenn einfach Full Power Goku Black Rosé und so raushauen, aber ja, aus Erfahrung, so wie es in den letzten Jahren war, sind halt immer ältere Charaktere gekommen und nicht aktuelle, sage ich mal, ne? Wenn wir uns das mal angucken, ja okay, war nett und so, aber da muss man nicht unbedingt sammeln, zählt für hier Einzelcharakter natürlich richtig stark für die damalige Zeit. Das erste Banner war richtig trash, aber mittlerweile sind wir auf einem anderen Niveau. Deswegen bin ich sehr drauf gespannt, welche neuen Charaktere wir noch bekommen. Wenn wir die Infos bekommen, die Tage, die Wochen, lasse ich es euch natürlich so schnell wie möglich wissen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da lassen, wenn ihr das Ganze unterstützen mögt. Bevor ich mich also sehr verplappere, Freunde, wäre es das tatsächlich zu den heutigen News? Super Dragon Ball Heroes. Ich erwarte auf jeden Fall noch mehr Charaktere. Definitiv. Lasst mich wissen, wie ihr das Ganze empfindet. Heute Abend wird wieder gestreamt, Freunde. Wie gesagt, ich werde jetzt hier ein bisschen vorproduzieren. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut heute Abend gerne vorbei. Ich lasse euch auf Social Media Kanälen wissen. Instagram, Twitter, wann genau ich live gehe. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.